Herzlich willkommen zur Vorlesung Mensch-Maschinen-Kommunikation im Rahmen der Studiengänge Informatik und Wirtschaftsinformatik an der Hochschule für Technik in Stuttgart. Im ersten Teil möchte ich Ihnen eine Einführung in das Thema geben. Ich bin Gero Lückemeier und halte diese Vorlesung im Wechsel mit meinen Kollegen Prof. Dr. Pardo und Prof. Dr. Rausch. Im ersten Schritt schauen wir uns die Lernziele an. Hier werden Sie vielleicht die Glühbirne mit Bloom's Taxonomy schon kennen. Ganz kurz dazu, die unterste Stufe in Violett stellt den Kompetenzerwerb des Kennens dar. Das könnte man also auch durch Auswendiglernen erreichen. Die ist hier in Violett dargestellt. Entsprechend sind die Lernziele dann auch in Violett dargestellt. Die zweite Stufe, die uns hier auch betrifft, ist die Stufe des Verstehens. Und Verstehen heißt hier auch, dass man ein Thema erklären kann. Das ist hier in Blau dargestellt. Die dritte Stufe, die uns hier noch betrifft, ist Anwendungswissen, das wir im Verlauf dieser Veranstaltung auch erlangen wollen. Und anwenden sollten Sie nach dieser Vorlesung die Grundmodelle der Mensch-Maschine-Kommunikation können. Dazu schauen wir uns dann die Agenda an. Ich möchte Ihnen im ersten Teil die Motivation geben, warum es einer gesonderten Disziplin Mensch-Maschine-Kommunikation bedarf. Das geht über verschiedene Aspekte, die ich Ihnen dann gleich näher bringe. Im zweiten Teil werde ich kurz auf die Geschichte eingehen, also aufzeigen, was wesentliche Entwicklungen waren und auch was wegweisende Ideen waren, wie Menschen interagieren mit anderen Menschen oder mit Dingen. Der dritte Teil befasst sich dann mit verschiedenen Medien, Arten von Medien und deren Systematisierung, bevor im letzten Teil dieser Einführung ich Ihnen verschiedene Grundmodelle der Mensch-Maschinen-Kommunikation zeige und dann zu einem Fazit komme. Steigen wir nun ein in die Motivation. Wenn Sie an Ihr heutiges Leben denken, dann sehen Sie, dass Sie auf immer mehr Geräte schauen, die immer mehr Funktionen bieten und dass es auch um Sie herum immer mehr Nutzende gibt. Wenn Sie überlegen, dass es heute mehr als 2 Milliarden Smartphones in der Welt gibt, dann sehen Sie, dass im Grunde fast jeder Erwachsene Zugang zu einem solchen Gerät hat. Und da Sie auch wissen, dass es sich letztlich um einen Taschencomputer handelt, ermöglicht er Ihnen natürlich viele, viele Funktionen bei gleichzeitig einem kleinen Bildschirm, was dann Schwierigkeiten in der Bedienerführung mitbringen kann. Klassische Funktionen, die Sie jetzt schon kennen, sind Navigation, aber auch über Webseiten zum Beispiel Paket-Tracking. Und was Sie neu sehen, ist eben auch das Thema Bezahlung, wo es natürlich sehr auf Sicherheit ankommt, wenn Geld fließt, dass Sie wirklich nachvollziehen können, wohin schicken Sie Ihr Geld. Fahrkartenkauf war da lange ein Anwendungsfall, aber inzwischen können Sie ja auch im Supermarkt damit bezahlen. Weitere Geräte, die um Sie herum sind, sind sicher auch Timeshift-basierte Recorder oder Ihr Internetrouter oder wie Sie hier neben sehen, beobachten Sie ja auch in Fahrzeugen, dass der Trend immer mehr dahin geht, dass Sie riesige Displays haben, die Ihnen im Grunde alle bisherigen Fahrzeugstandardinformationen und die Komfortfeatures auf einmal und das auch noch flexibel konfigurierbar anzeigen. Der Gegentrend dazu wären Einklickgeräte, bei denen Sie im Grunde versuchen, alle Funktionen über nur noch eine Taste im Griff zu haben, die Sie dann kurz, lang, zweimal hintereinander oder Ähnliches klicken. Mancher fühlt sich dabei an das Morse-Alphabet erinnert, das man beherrschen muss, um dann eine Vielzahl von Funktionen noch kontrollieren und beherrschen zu können. Und wenn diese Geräte obendrein kein Display besitzen, dann fällt es als Nutzer immer schwer nachzuvollziehen, was sie jetzt eigentlich gerade angestoßen haben. Kann man zum Teil über Sprachausgabe kompensieren, ist aber auch wieder entsprechend aufwendiger in der Gerätekonstruktion. Mehr Nutzende bedeutet für sie auch mehr Laien. Immer mehr Menschen bringen wenig Vorbildung mit, möchten aber bestimmte Funktionen trotzdem nutzen können. Viele Menschen bringen auch keine Affinität mit zu den Geräten oder vor allem auch zu der IT, die in den Geräten drin steckt. Sie wünschen sich einfach, dass dieses Gerät funktioniert. Und zwar am liebsten ohne ein Handbuchstudium. Jetzt Hand aufs Herz, wenn Sie schauen, wie diese Funktionalität in den PKW sich entwickelt, dann können Sie sich vorstellen, dass diese gedruckten Bedienhandbücher sehr, sehr ausufern werden. Und Sie wissen ja auch, das Gehirn ist gnadenlos. Wenn Sie Funktionalität selten oder nie brauchen, dann tendieren Sie dort zum Vergessen. Und das bedeutet eben, dass Sie etwas immer und immer wieder nachgucken müssen, was aber niemand mehr machen möchte.
Sie kennen vielleicht von damals noch dieses sogenannte Blinking Light Syndrome bei Geräten, bei denen man die Uhr einstellen muss, dass irgendwann spätestens nach dem fünften Stromausfall niemand mehr sich die Mühe machen möchte und die Uhr einstellen. Deswegen kommen heutige Geräte oft mit eingebauten Funkuhren, seitdem die Empfänger günstig sind, oder synchronisieren ihre Zeit einfach über das Internet. Was kann hier noch passieren, wenn die Zielgruppe nicht entsprechend vorgebildet oder affin ist? Sie sehen, dass die Zielgruppe dann ihre Erfahrungen aus dem Alltag versucht zu projizieren. Ein Kind fragt sie, warum der Computer Fieber bekommt. Naja, wenn das nicht entsprechend gekühlt ist, dann kann der Rechner überhitzen. Das kennen Sie aus Notebooks, die sich dann drosseln und dann fühlt sich das Gerät plötzlich sehr langsam an. Oder es gab früher auch entsprechende Warnmeldungen oder das Gerät schaltet sich aus. Oder vielleicht kennen Sie das, dass Sie als Programmierer in Java schon eine Class Not Found Exception gesehen haben. Wenn Sie die nach draußen an den Benutzer geben, dann kann es passieren, dass naive Benutzer wie diese Mutter, der Fall ist tatsächlich in den USA passiert, angerufen hat und gefragt hat, woher weiß denn ihr Telefon, dass ihre Tochter in der Schule die entsprechende Klasse nicht gefunden hat? Das Telefon wusste es natürlich nicht. Gleichzeitig kennen Sie vielleicht als Programmierer auch die Optimistic Lock Exceptions. Da könnte man sich heutzutage schon fragen, ob das smarte Fahrrad oder Türschloss gerade einen guten Tag erlebt. Der langen Rede kurzer Sinn, die Fehlermeldungen müssen an Vorbildung und Affinität der Zielgruppe angepasst sein. Wenn Sie selber auch nur Sachverhalte ohne Fehlermeldung Ihren entsprechenden Peers erläutern möchten, dann stellen Sie das auch schon fest. Nachdem heute fast jeder einen Internetanschluss besitzt, auch Ihre Großeltern vermutlich, wie erklären Sie denn dort, dass ein Rechner befallen wurde von einer Malware, neudeutsch gehijackt, und jetzt vielleicht schon in einem Botnetz missbraucht wird? Das sind Sachverhalte, die sehr, sehr komplex sind und gleichzeitig man sie nicht komplett vermeiden kann, weil es immer wieder Sicherheitslücken gibt und die Nutzenden bleiben Laien. Jetzt, wie können Sie damit umgehen, wenn Sie eine Oberfläche gestalten wollen? Sie müssen sich auf die unterschiedlichen Sichten der verschiedenen Stakeholder einlassen. Auf der einen Seite Benutzer, die über ein gewisses Anwendungswissen verfügen. Sie haben ein konkretes Problem, dafür wollen Sie Ihre Lösung nutzen und verfügen aber in der Regel über geringes technisches Wissen. Auf der anderen Seite Entwickler, die über gutes technisches Wissen verfügen, aber oft die Fachlichkeit nicht kennen. Und jetzt, was Sie vielleicht schon in Ihrer eigenen Umgebung beobachtet haben, die besten Lösungen entstehen oft, wenn Entwickler ein Produkt bauen, das etwas unterstützt, das Sie selber fachlich begeistert. Denn dann verfügen Sie über technisches und fachliches Wissen. Diese Situation werden Sie nicht immer antreffen. Jetzt ist also die Frage, wie Sie an diese Stelle kommen. Und das gelingt eben genau über diese Möglichkeit des Perspektivwechsels. Sie als Entwickler versuchen sich in den Benutzer hineinzuversetzen und festzustellen, was braucht er, was möchte der und wie kann er zu einer für ihn akzeptablen Lösung kommen. Gleichzeitig ist es natürlich auch hilfreich, wenn Benutzer versuchen, ein gewisses technisches Verständnis aufzubauen und sich in Entwickler einversetzen. Das wird aber nur begrenzt passieren. Also sind dort wir als Entwickler, gerade wenn wir Lösungen bauen möchten, die wirklich auch Bedürfnisse befriedigen, Anforderungen erfüllen, sind wir gefragt, diesen Perspektivwechsel durchzuführen, damit wir eben ein nutzbares Produkt bieten, ein Produkt, das Nutzer wirklich brauchen können. Da sind wir dann beim Begriff der Usability, der Gebrauchstauglichkeit. Usability ist in der ISO 9241 definiert und sagt hier, es ist eben das Maß, in dem ein Produkt durch bestimmte Benutzer in einem bestimmten Nutzungskontext genutzt werden kann, um bestimmte Ziele, und jetzt kommen die drei wesentlichen Punkte, effektiv, also wirklich zielgenau, effizient, sprich mit einem vertretbaren Aufwand, und zufriedenstellend, sodass man sich dabei also auch wohlfühlt zufrieden ist, zu erreichen. Was Sie hier auch sehen, einige Folien haben rot gefärbte Begriffe. Das ist natürlich nach den strengen Lehren des Entwurfs nicht sinnvoll. Das ist hier ein Vehikel dafür, dass Sie, wenn Sie sich auf den Test, der zu dieser Veranstaltung gehört, vorbereiten, dass Sie dann gleich sehen, welche Bestandteile könnten wir in diesem Test abfragen. Und das sind genau die rot dargestellten hier. Beispiele für Usability. Wenn Sie auf die Benutzbarkeit eines Hammers schauen, es ist, glaube ich, nahezu jedem intuitiv klar, wie dieses Werkzeug zu benutzen ist. Oder ein Ein-Ausschalter.
Sie können ja im Zweifel nur den Zustand genau toggeln, indem Sie dort draufdrücken oder drauftatschen. Mehr ist nicht möglich. Natürlich, was Sie auch erkennen, diese Usability ist leichter zufriedenstellend herzustellen, wenn das Werkzeug sehr einfach ist, wie in diesen beiden Beispielen. Mit zunehmender Funktionsvielfalt fällt das schwerer. Wenn wir uns Usability anschauen und schauen jenseits dieser formalen Definition der ISO, dann stellen wir fest, dass man das in zwei Felder fassen kann. Einmal Usability im engeren Sinne. Das ist das, was Sie naiv als Entwickler, als Entwerfender sofort betrachten. Wie ordne ich Steuerelemente an, also Schaltflächen, Eingabefelder und so weiter. Wie viele Klicks braucht jemand vielleicht, um eine bestimmte Aufgabe zu erledigen. Aber auch erkennen Sie hier einen Dialog, können Sie mit einem Bezeichner fachlich etwas anfangen oder ist das Wort zweideutig oder ähnliches. Das wäre der engere Sinn. Im weiteren Sinne, das geht dann mehr Richtung ISO schon wieder zurück, könnten Sie darunter fassen, dass etwas leicht erlernbar ist. Ich brauche also eben gerade kein Handbuchstudium, um diese Lösung zu benutzen und ich kann meine Aufgabe auf einfache Weise erfüllen. Das mag schon wieder nicht für jeden ein Kriterium sein, für die meisten Menschen aber schon. Jetzt sehen wir draußen im Feld leider etliche Lösungen, gerade auch fachliche Lösungen, die nicht besonders gut entworfen sind. Was sind denn Folgen mangelnden Entwurfs? Da wäre zum einen zu nennen eine reduzierte Produktivität. Sie brauchen einfach länger in der Einarbeitungsphase, die fachlichen Nutzer, bis sie diese Lösung wirklich durchdrungen haben. Sie arbeiten insgesamt langsamer. Teilweise suchen sie nach Workarounds. Das menschliche Gehirn gewöhnt sich auch an Fehler oder Unzulänglichkeiten und schaut, wie kann ich das Ganze umschiffen. Gleichzeitig, wenn eine Lösung sehr schlecht benutzbar ist, wird es hier öfter auch zu Benutzerfehlern kommen, die dann zu Schäden und Verlusten führen. Die Arbeitsqualität sinkt oder stellen sich auch den Sicherheitsbereich vor. Wenn also Sicherheitsfeatures schwer zu aktivieren oder zu nutzen sind, dann könnte es sein, dass diese Richtlinien nach Möglichkeit einfach ignoriert werden. Auf Herstellerseite kann es auch zu einer überlasteten Hotline führen. Umgekehrt könnten Sie auch sagen, manchmal versuchen Hersteller dann einfach trotzdem eine von der Usability her zweifelhafte Lösung durch mehr Marketing in den Markt zu drücken. Das ist eine Strategie, die wahrscheinlich nur kurz- bis mittelfristig oder mit einem Monopol funktioniert. Was stellen wir jetzt fest am Ende dieser ersten Einführung und dieser Motivation? Es wird nicht reichen, einfach nur die Oberflächenelemente zu optimieren. An welcher Stelle stellen wir die dar, stellen wir die einheitlich dar und so weiter. Sondern wir müssen, um zu verstehen, wie Usability wirklich umzusetzen ist, also wie wir nicht nur ermöglichen, dass ein Benutzer ein Ziel überhaupt erreicht, sondern dass es effizient zu erreichen ist, auch noch und dass Benutzer zufrieden sind, müssen wir Benutzer und deren Aufgaben verstehen. Das heißt, wir brauchen vor einem entsprechenden Oberflächenentwurf tatsächlich eine Aufgabenanalyse und natürlich davor gelagert eine Benutzeranalyse. Welche Personenkreise benutzen überhaupt unser Werkzeug und für welche Aufgaben möchten sie es einsetzen? Und natürlich spielt auch ein Anwendungskontext eine Rolle. Danach können wir definieren, welche Funktionen brauchen wir eigentlich tatsächlich, um diese Aufgabenerfüllung zu unterstützen und welche Informationen brauchen Personen, um diese Aufgabe dann erfolgreich zu erledigen. Und dann können wir den optimalen Ablauf erarbeiten und danach kann man die Oberflächenelemente so gestalten, dass sie den optimalen Ablauf unterstützen. Und damit schließen wir diesen ersten Teil der Motivation. Und den zweiten Teil Geschichte, den finden Sie im Folgevideo.